Für 2.813 Mädchen und Jungen an 62 Grundschulen und 12 Förderschulen des Landkreises begann heute ein neuer Lebensabschnitt. Anlässlich ihres ersten Schultages können sich die Mädchen und Jungen auf eine Überraschung aus dem Landratsamt freuen. Die ABC-Schützen erhalten eine kleine Zuckertüte, gefüllt mit Taschenlampe, Leuchtbändern und Blinklicht, sowie eine vom Landrat unterschriebene Grußkarte. Die richtige, also die große Zuckertüte, die gab es aber bereits am Samstag bei den Feiern zum Schulanfang. Zuckertütenalarm hieß es am Samstag auch für die künftigen Erstklässler der Zwickauer Nikolaischule. Im Bürgersaal des Rathauses begann für sie und ihre Eltern der neue Lebensabschnitt mit der traditionellen Einschulungsfeier, gestaltet hauptsächlich von den Schulanfängern des vergangenen Jahres. Der Schulleiter stellte in seiner Begrüßungsrede erfreut fest, dass unter den Eltern der Schulanfänger mancher ist, der seine Schulzeit ebenfalls schon in der Nikolaischule verbracht hat. Anders als zur Zeit der Eltern sind aber heute die Klassenstärken wesentlich geringer. Schülerzahlen von mehr als 30 pro Klasse gehören auch in Sachsen der Vergangenheit an. Insgesamt 5 erste Klassen werden in der Nikolaischule im kommenden Jahr unterrichtet. Bei der Übergabe der Zuckertüten fiel auf, dass vor allem die Väter hier ihre Pflichten erfüllen mussten. Die meisten Mütter haben da wahrscheinlich zu nahe am Wasser gebaut. Und für manches Kind barg die Zuckertüte Überraschungen, die den Atem stocken ließen. Nun beginnt er also, der sogenannte Ernst des Lebens. Für die Schüler und Lehrer der Nikolaischule hält das neue Schuljahr gleich noch ein Highlight bereit. Die Zeit des Exils ist vorüber. Nach einem kompletten Umbau erstrahlt die Schule im Zwickauer Zentrum innen und außen in neuem Glanz und bietet in den kommenden Jahren gute Bedingungen für den Schulbetrieb.